Ich durfte bei der SLG die verschiedenen Stufen durchmachen. Ich durfte das Jugendpräventiv bei der SLG machen. Ja, so also zu dem Verein kommen und durfte recht früh mal Verantwortung übernehmen und als Trainer aktiv sein. Und das mache ich heute noch gerne. Es ist zum einen sicher die Wertschätzung, die man bekommt vom Verein, von den Leuten, für sein Engagement. Und andererseits ist es einfach auch die Vielseitigkeit vom Verein, dass man sich ganz unterschiedlich kann betätigen kann. Sei es als Trainer, sei es als Wettkampfschwimmer oder auch bei einem Rettungsdienst oder Sicherungsdienst. In der Rotkreuzferien durfte ich mal mit der SLRG, mit Kind aus Krisen- und Kriegsgebiet den Schwimmkurs leiten. Und das war für mich mega prägend gewesen, weil ich die Freude in den Kindern hatte, weil ich ihnen etwas über das Rettungsschwimmen erzählen durfte und ihnen auch Baderegeln näher bringen. Die Schweizerische Rote Kreuz engagiert sich schon seit mehr als 150 Jahren für mehr Menschlichkeit. Und deshalb ist es ein gutes Beispiel dafür, dass es man sich ganz unterschiedlich betätigen kann. Und ich bin mir sicher, dass es für jeden etwas dabei hat, wo man helfen kann.